Schaut mal, was wir hier an dem See gefunden haben. Ein Schild, auf dem Warnung steht. Elkran Meyer, Shinsonic. In diesem See befinden sich Elkran Meyer und Shinsonic, oder wie? Was? Wie? Beide sollen in diesem See sein? Freunde, Mann, das müssen wir unbedingt rausfinden. Flex, hier haben wir unsere Drohne dabei zu finden. Natürlich, zum Glück haben wir immer unsere Drohne dabei. Leute, wir werden jetzt mit der Drohne diesen See hinter uns überwachen und hoffen, dass wir Elkran Meyer und Shinsonic sehen, oder? Ja, aber wie kann das sein? Wie kann denn Shinsonic unter Wasser sein? Ich habe keine Ahnung. Shinsonic ist wahrscheinlich so schnell, dass er übers Wasser laufen kann. Oh ja, zum Glück haben wir die Drohne dabei und können jetzt beide überwachen an diesem See. Hier seht ihr es nochmal. Warnung, Elkran Meyer und Shinsonic, Alter. Und schau mal, Cayman, da unten steht sogar noch Vorsicht. Hey, Flexi, lass uns sofort die Drohne starten, Freunde. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und angeblich soll sich hier in diesem See Shinsonic und Elkran Meyer befinden. Beide gleichzeitig in diesem See? Wir haben doch das Schild hier. Warnung, Warnung, Warnung. Leute, Mann, wir fliegen jetzt einfach den kompletten See mit euch zusammen ab. Wenn ihr was seht, lasst einen dicken Like da und teilt das Video mit euren Freunden, Mann. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass Shinsonic in diesem See... Wow! Leute, Mann, habt ihr das gesehen? Da war Shinsonic. Das spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Der ist übers Wasser gerannt. Hast du gesehen, wie schnell der war? Der kann einfach über das Wasser rennen, laufen, was auch immer. Macht ja auch Sinn. Der ist so schnell, dass er gar nicht untergehen kann. Der fliegt übers Wasser wie so ein Stein. Oh mein Gott, aber es stimmt wirklich. Wir haben wirklich Shinsonic in dem See gesehen. Jetzt fehlt nur noch Elkran Meyer, Mann. Was ist, wenn jetzt Elkran Meyer auch noch kommt? Das wäre richtig krass, Leute. Ja, natürlich. Ich bin mir ganz sicher, Leute, dass auch in diesem See Elkran Meyer ist. Aber krass, dass wir Shinsonic so schnell schon gefunden haben. Wow, da ist Elkran Meyer. Das ist zu 100% Elkran Meyer. Habt ihr das gesehen? Auch wie knapp Elkran Meyer an diesen, was ist das, Surfern vorbeigeschwommen ist? Die Leute haben das gar nicht gemerkt, dass unter ihnen so ein riesiger Fisch namens Elkran Meyer geschwommen ist. Wie heftig ist es, Freunde? Flexi, Mann, das bedeutet, in diesem See sind echt Shinsonic und Elkran Meyer. Ja, aber warum? Warum ausgerechnet diese beiden in diesem See? Ich bin froh, dass wir hier zu Hause sind und die Drohne über den See fliegt, weil wir durften da nicht hingehen. Auf dem Schild stand es ja. Wir waren ja schon an dem See. Ihr habt es im Intro gesehen und da war dieses Schild. Zum Glück sind wir wieder nach Hause, die Mann. Die warnen uns. Stellt euch mal vor, Elkran Meyer. Da! Oh mein Gott! Warte mal, warte mal. Hä, was ist das? Das sieht aus wie Sea Eater, ist aber blau. Du hast gesehen, und diese Haare, das sah aus wie Shinsonic, nur als Fisch. Als Sea Eater oder was? Warte, Shin Eater, Shinsonic Eater. Das ist mal, hä? Leute, Mann, was war das gerade für ein Ungeheuer, ein Seemonster? War das Shinsonic? War das Sea Eater? War das Shin Eater? Beides zusammen, Shin Eater. Sonic Eater? Shinsonic Eater? Aber natürlich. So kann er sich in dem See natürlich fortbewegen und wird wahrscheinlich Elkran Meyer suchen. Ja, das ist Elkran Meyer. Wie du, ey, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt Elkran Meyer, wie du es gerade gesagt hast. Ja, aber gerade eben war ja noch dieser Shin-Eater da. Die müssen ja richtig nah beieinander gewesen sein. Das bedeutet, Shinsonic und Elkran Meyer in dem See, die suchen sich oder sie schwimmen voneinander weg. Eins von beiden. Haben die Angst oder vielleicht suchen sie sich gegenseitig? Leute, lasst alle mal ein Like da. Ihr habt's gesehen, das ist Minimum Shin-Eater oder Shinsonic-Eater. Und Elkran Meyer, ich mach. Leute, ihr dürft gar nicht abschalten. Wir schauen weiter. Das ist hundertprozentig Shinsonic-Eater. Das ist Shinsonic. Alter, Flexi, wie krank ist das denn? Das war Shinsonic als Seemonster, also Shinsonic Eater oder Sonic Eater. Und so kann er sich auch unter Wasser fortbewegen. Aber mir macht eine Sache Sorgen, Flexi. Warum sind da noch Leute auf dem Wasser? Warum gehen die nicht aus dem Wasser raus? Merkst du nicht? Die tauchen immer nur ganz kurz hoch und tauchen dann ganz schnell wieder ab. Als wie wenn die gucken, nachschauen wollen und dann gehen sie wieder ins Wasser. Das bedeutet, die Leute, die hier gerade schwimmen oder segeln, die wissen gar nicht, dass unter ihnen irgendwelche Shinsonics oder Elkran Meyer ist. Die haben ja keine Drohne wie wir, dass wir den ganzen See von oben nachschauen können. Aber ich bin so stolz, dass das hier stimmt und dass wir sie für euch entdeckt haben, Leute. Deswegen habt ihr dieses Video eingeschaltet. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dieses Schild echt ist. Aber das Schild ist echt. Leute, Mann, was geht's hier ab? Erst sehen wir Shinsonic, dann sehen wir Elkran Meyer und dann sehen wir Shinsonic als Seemonster, also Shin-See-Eater, was auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt zustande kommen kann, dass aus Shinsonic so ein Monsterfisch wird. Zum Glück sind wir in sicherer Höhe. Uns kann nichts passieren, euch da draußen kann auch nichts passieren. Deswegen schaut das Video bis zum Ende, Mann, dann helft ihr uns, wenn ihr weiterschaut. Und natürlich lasst ein Like da, definitiv. Weil ich bin... Vielleicht schaffen wir sogar die 10.000 Likes. Das wäre krass. Dann lasst jetzt alle mal einfach ein Like da. 10, 10. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, sorry. Wir fliegen natürlich für Alter! Elkran Meyer, Elkran Meyer. Warte mal. Elkran Meyer sucht Shinsonic. Ich wollte gerade sagen, der ist so
richtig in diese richtige Richtung geschwommen, als wie wenn er was gesehen hätte. Wir haben so oft jetzt Elkan Meyer gesehen, das heißt, Elkan Meyer ist irgendwie auf der Fährte und sucht Shin Sonic. Merkst du nicht? Er schwimmt den ganzen See ab, als wie wenn er was suchen würde. Shin Sonic Eater. Eben, und wen finden wir heute zum ersten Mal? Shin Sonic Eater. Shin Sonic Eater. Ist es Shin Sonic Eater. Und krass. Ich glaube nämlich, Elkan Meyer, das ist sein See. Meinst du? Ja, doch, auf jeden Fall. Wir haben ihn schon mal hier beobachtet. Ja. Und Elkan Meyer ist hier seit Anfang an, seit dem ersten Video, in diesem See zu Hause. Genau. Aber Shin Eater, Shin Sonic Eater eben nicht. Boah, stell dir mal vor, der Shin Sonic will einfach Elkan Meyer seinen See in Anspruch nehmen. Was geht eben, da? Eben. Das wird dann ein richtiger Kampf. Das heißt, Elkan Meyer gegen Shin Sonic. Ja, deshalb haben wir ganz am Anfang auch Shin Sonic über den See laufen sehen. Der wollte absuchen, ob sich Elkan Meyer dort befindet. Und dann hat er sich zu Shin in dieser Sinnoh verwandelt. Krass, Alter. Haben wir leider nicht gesehen, wie aus Shin Sonic Shin Eater wurde. Aber wir gehen davon aus, dass er sich eben so verwandelt hat. Wir fliegen weiter, Mann. Vielleicht finden wir noch was richtig Krasses. Vielleicht kämpfen die auch nachher noch, oder? Eben. Flexi, solange wir genug Drohnenakku haben, fliegen wir mit euch weiter. Muss. Aber du siehst auch, die tauchen manchmal auch oft ins Wasser ab und sind nicht auf dem Wasser. Wir haben ja auch leider keine Drohne, die unter Wasser geht. Die haben wir jetzt wieder zurückgegeben. Aber Freunde, wir können über das Wasser fliegen und hoffen, dass sie einfach mal auftauchen. Eben. Deshalb haben wir zum Glück die Drohne in der Luft und können damit fast den ganzen See absuchen. Stück für aber Stück. Aber du hast recht, Mann. Flexi, langsam nach und nach sind immer weniger Leute auf dem Wasser. Guck mal, ich sehe jetzt gar niemanden mehr auf dem Wasser. Obwohl das Wetter noch richtig schön ist, sind kaum noch Leute auf dem Wasser. Du siehst es, da fahren Autos auf der Straße. Ich glaube, die fahren alle weg. Ja, da sind noch zwei Segler oder vier Windsurfer sind da. Aber das war's dann auch schon. Ihr seht es an der Ecke, die stehen da am Rand. Die stehen am Rand. Ach, die beobachten oder das Ganze. Die rufen die Leute zurück. Hey, kommt zurück. Da ist Shin Eater oder Shin Sonic Eater mit oder Elkan Meyer. Das kann auch sein. Da ist einer gebrettert. Ist der hingefallen? Guck mal, der rechts. Der muss aber ganz schnell wieder aufstehen, weil die Leute dürfen hier auf dem Wasser. Oder hat schon wieder einer gebrettert. Leute, wieso fallen die denn jetzt alle um? Reihenweise fallen die ins Wasser, Mann. Ich glaube, die haben alle Angst. Weißt du? Ja, natürlich kann das sein. Mann, die versuchen sich zu retten, die versuchen ans Ufer zu kommen. Guck der ist ja gleich am Ufer. Zum Glück ist er gleich am Ufer. Noch ein kleines Stück, dann hat er es geschafft. Leute, man lasst mal ein Like für diesen fleißigen Schwimmer, da er versucht, an Land zu kommen, um vor Shin Sonic und Elkan Meyer abzuhauen. Er wird es auch hundertprozentig schaffen. Guck mal, die gehen alle ans Land, ihr seht es. Der ist auch schon gleich an Land, auch so knapp vor dem Land. Ein, zwei Meter fehlen hier nur noch, dann haben die sich retten können. Haben die endlich das Schild gesehen? Warnung! Krass, Mann. Schaut euch mal diesen Riesensee an. Die könnten hier überall versteckt sein. Wahnsinn. Und natürlich auch unter Wasser. Die können überall sein. Okay. Das ist auch ein riesiger Bär. Komm mal, komm. Oh, da ist Elkan Meyer. Was sind beide um? Ihr seht es gerade. Shin Sonic versucht, Elkan Meyer zu fangen. Es war so knapp. Aber Elkan Meyer war viel schneller als Shin Eater. Ja, natürlich, aber es war so knapp. Pass auf, Cameron. Du wärst fast ins Wasser geflogen. Leute, weil ich dich angeguckt habe, weil ich Flexi angeguckt habe, habe ich nicht mehr auf die Drohnenkamera geguckt. Das war echt knapp, Mann. Wenn die Drohne ins Wasser fällt, dann ist sie weg für immer. Ich werde nicht da reinspringen. Wir wissen jetzt, deine Theorie ist bestätigt worden. Shin Sonic will Elkan Meyer zerstören. Der Shin Sonic will, dass der See ihm gehört. Ich glaube, darum geht's. Ihr habt es doch gesehen, wenn ich spur zurück, Shin Sonic Eater hat Elkan Meyer gefolgt. Ja, natürlich. Aber es war so knapp, dann hätte Shin Sonic ihn fast erwischt. Das heißt aber, Elkan Meyer konnte entkommen und Shin Sonic ist immer noch auf der Fährte, auf der Spur von Elkan Meyer. Die verfolgen sich. Ich glaube, dass er ihn verfolgt und das zwar schon die ganze Zeit lang. Mal auf dem Wasser, aber auch ganz oft unterm Wasser. Zum Glück haben wir noch richtig viel Drohnenbatterie. Wir können noch richtig lange zusammen mit euch Drohne fliegen und diese Monster, diese Seemonster hier überwachen. Natürlich, weil ich will unbedingt wissen, was passiert. Wenn Shin Eater ihn erwischt. Ihr lasst jetzt erstmal fett ein Like da und abonniert diesen Kanal. Lasst ein Like da und abonniert, schickt es wieder an eure Freunde und schaut das Video bis zum Ende mit uns. Schau mal, ein einziger noch, oder? Es wird immer weniger, immer weniger. Langsam kapiert es der Letzte, dass hier in diesem See Shin Sonic und Elkan Meyer sich befinden, Mann. Der ganze See, ihr seht es, wir sehen jetzt sehr, sehr viel vom See. Und da sind vielleicht noch ein, zwei, drei Leute, nicht mehr. Alles sind weg, obwohl schönes Wetter ist. Und das Wasser ist komplett ruhig, komplett glatt. Keine einzige Welle, Mann. Das bedeutet, die schwimmen gerade sehr, sehr tief unter Wasser, würde ich behaupten. Denke ich auch, Mann. Wohin sollen wir fliegen, Flex? Sollen wir links in den Schatten? Das ist dunkel, rechts ist Sonne, links ist Schatten. Boah, ich habe keine Ahnung. Sind wie so zwei Buchten neben dem ganzen Berg. Ja, komm, wir fliegen einfach mal geradeaus, Freunde. Geradeaus ist immer die richtige Antwort. Wir wissen ja, in dem See befinden sich zu hundertprozentig beide. Aber guck mal, Shin Eater und Elkan Meyer. Du siehst es, Flexi, Mann. Hier sind Dorf. Hier sind ganz viele Leute, die campen mit ihren Autos am Ufer. Ja, die wissen davon nichts.
Die wissen nicht, wer dort in diesem See sich befindet. Und da sind aber noch mehr Leute im Wasser, anstatt auf der anderen Seite, wo wir gerade waren vom See. Da waren sie ja auch gerade. Da waren ja auch gerade Elkanaha und Shin-Eater. Beide waren gerade auf der anderen Seite. Ich flieg mal näher, zusammen mit euch fliegen wir näher und gucken mal, ob wir da irgendwas entdecken können. Ich hoffe, da passiert nichts. Ich hoffe, da passiert nichts. Ich hoffe, den Leuten passiert nichts. Aber ich hoffe, dass wir für euch Elkanaha und Shin-Sonic-Eater finden, Mann. Zum Glück haben wir sie schon gefunden. Das heißt, wir sind hundertprozentig sicher, es ist in diesem See. Dieses Schild hatte recht. Was ist, wenn Shin-Sonic Elkanaha schon längst besiegt hat? Unter Wasser! Ja, komplett. Und Elkanaha gibt's gar nicht mehr. Dann müsste aber Shin-Eater irgendwann auch mal wieder auftauchen. Und dann hoffe ich, dass wir ihn mit der Drohne überwachen. Alter, das wäre viel zu krass, Leute, Mann. Wir fliegen weiter. Das könnte aber wirklich sein, dass Elkanaha weg ist. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Und du weißt ja, Shin-Sonic ist ultraschnell und Elkanaha ist groß und langsam. Ja, das stimmt. Ich will unbedingt mal wissen, was treiben die unter Wasser? Okay, Leute, Mann, hier seht ihr das. Die sind beide unter Wasser jetzt. Hier wohnen die Leute direkt am Ufer. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Platz, um seinen Urlaub zu verbringen oder seine Tage rumzukriegen. Aber nicht, wenn solche Leute im See sind. Aber ich glaube, die Leute haben ja nicht umsonst dieses Schild an dem ganzen See hingehängt. Eben, das Schild hing überall. Wow, oh nein! Oh mein Gott, es hat sich was. Elkanaha lebt noch. Elkanaha hat jetzt Shin-Sonic verfolgt. Es hat sich umgedreht. Ihr habt doch gesehen, ganz am Anfang hat Shin-Sonic Elkanaha verfolgt. Und jetzt verfolgt Elkanaha Shin-Eater. Alter, wie krank ist das? Jetzt ist einfach umgedreht. Ich muss sagen, die Chancen sind ziemlich ausgeglichen. Ich weiß nicht, wer stärker ist. Elkanaha oder Shin-Eater oder beide gleich? Wir kennen Elkanaha sehr gut, aber wir kennen Shin-Eater überhaupt nicht. Zum ersten Mal, Leute, ihr seid live zum ersten Mal dabei, sehen wir ihn. Ich weiß auf jeden Fall, dass Shin-Sonic, aka Shin-Sonic-Eater sehr, sehr schnell ist. Ja, ich weiß aber dafür auch, dass Elkanaha unter Wasser lebt. Und Shin-Sonic nicht? Eben, der ist doch das erste Mal überhaupt im Wasser. Das heißt, der hat sich das erste Mal verwandelt in Shin-Sonic-Eater bzw. Shin-Eater. Der kennt doch Wasser gar nicht. Unter Wasser, auf dem Wasser, schwimmen. Woher soll er das gelernt haben? Die Frau da hinten versucht, in das Boot einzusteigen. Oh mein Gott. Pass auf. Aber nee. Stimmt, gell? Die will in das Boot einsteigen und sich aus dem Wasser retten. Aber ihr Freund fährt einfach weiter, Mann. Rücksichtslos. Mann. Sie muss es unbedingt ins Boot schaffen. Leute, lasst ein Like da, wenn sie ins Boot schafft. Sie soll es auf jeden Fall schaffen, Mann. Sie muss es. Okay, wir wissen jetzt aber immer noch nicht, wer stärker ist. Elkanaha oder Shin-Sonic? Das ist eine gute Frage. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Stell dir mal vor, Flexi, jetzt verfolgt Shin-Sonic wieder Elkanaha. Die drehen wieder den Spieß um. Kann natürlich sein. Die sind abgetaucht und es geht wieder von vorne los. Ey, das wäre viel zu nice, wenn das passiert, Mann. Deshalb, Leute, unsere Drohne ist noch hier in der Luft, an dem See. Alles ist ruhig. Wir haben eine Chance. Da hinten waren wir noch nicht, Freunde. Wir fliegen mal nach ganz da hinten, oder? Stimmt, dann würde ich mal sagen, flieg mal langsam dahin. Schau mal, da ist auch ganz viel Nebel in der Luft, Mann. Stimmt. Richtig gruselige Stimmung hier über dem Aber See. Aber das Gute ist, wir haben noch alles im Blick. Das heißt, wenn hier was passieren würde, wir sehen es als erstes mit euch zusammen. Du hast recht, Mann. Okay, warte mal. Warte, was ist? Irgendwas? Nee. Empfang, ich dachte, der Empfang ist gerade richtig schlecht. Wie der Empfang? Du drehst dich im Kreis, das sehe ich. Es passiert nichts, ich drücke die ganze Zeit irgendwas. Merkst du, dass du dich langsam im Kreis drehst? Wir wollen doch auf die andere Seite des Sees. Jetzt drehst du dich weiter. Ich kann nichts machen, Flexi, die Fernbedienung. Das ist doch keine runde Scheibe, Mann. Oh mein Gott. Kevin, was machst denn du? Oh mein Gott, ich glaube, wir stürzen ab. Was? Nein, ich sehe den See nicht ins Wasser. Ich glaube, unsere Drohne stürzt gerade ab. Aber so nicht ins Wasser. Schau mal, nein.